Also letzten Endes war ja im Ursprung der tantrische Weg auch ein Weg zur Erleuchtung. Also letzten Endes zum Wiedererkennen unserer Wirklichkeit jenseits des vordergründig Körperlichen, sage ich mal. Aber das ist nicht für alle Leute, für die wenigsten Leute ist das der Grund, warum sie zum Tantra kommen. Vielleicht unbewusst. Unbewusst vielleicht schon. Also wenn ich jetzt das Ziel von Tantra ist, für also ganz vordergründig oberflächlich kommen einige, weil sie sexuelle Erfahrungen erwarten. Oder Spektakel sogar erwarten manche. Und dann wird es plötzlich langsam, bewusst und ruhig und achtsam. Und das ist dann für die Menschen erstmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, die meisten, die vielleicht auch aus oberflächlichen Motiven gekommen sind, finden dann dort etwas, was ihnen sehr wertvoll ist. Und manche Menschen kommen, weil sie sich Hilfe erwarten im Bereich Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Also besonders Frauen kommen, die genau wie ich als junge Frau unzufrieden sind mit dem, was sie sexuell erleben und noch gar nicht ihre eigene authentische weibliche Lust gefunden haben. Also so ganz lebenspraktische Dinge. Wie kann ich authentisch leben und lieben? Also da wird auch viel Hilfe gesucht. Und die wenigsten kommen aus spirituellen Motiven, um das, was sie dann schätzen in den Seminaren, diese tatsächlich heiligen Räume in den Ritualen, wo Wertschätzung ausgedrückt wird und Respekt und wo wir uns eben als göttliche Wesen erfahren und begegnen und neu sehen lernen ohne Urteil, das wird dann total geschätzt. Und deswegen kommen sie immer wieder, obwohl ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie suchen oder dass sie überhaupt was suchen. Und nur ganz wenige, würde ich sagen, so wie du das jetzt beschrieben hast, da gab es schon öfter Menschen, die mir dann beschrieben haben, dass da wirklich so eine Art Aha oder Durchbruch oder auch ein tiefes spirituelles Ereignis passiert ist, dass bei manchen auch zur eigenen Überraschung, die das gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sowas passieren kann. Das gibt's auch. Und ich habe auch ehrlich gesagt Verständnis, dass die Menschen jetzt nicht kommen, weil sie auf dem Weg zur Erleuchtung sind. Ich habe selber mal so den Satz geprägt, Erleichterung ist für viele schon Erleuchtung genug. Wenn man sieht, ne? Wenn man sieht, wie schwer manche zu tragen haben mit ihrem Schicksal, mit ihrem Leben und wenn es dann ein bisschen leichter werden darf und wir können Verstrickungen auflösen, also wir arbeiten ja ganz handwerklich auch daran, Leiden zu lösen, mit Familienstellen Verstrickungen aufzulösen aus dem Familiensystem oder auch Begrenzungen und wenn es dann leichter wird, also wenn die Lebensgeschichte leichter wird, ist das ja auch schon ein großer Gewinn für viele, die dann spirituell kleine Brötchen oder gar keine backen und froh sind, dass das mühsame Leben leichter geworden ist. Ja.